Ja, ihr Lieben, noch ist das, oder jetzt ist das Mikrofon wieder offen. Jeder darf hier sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an den Rederahmen von 6 Minuten hält. Gewaltfrei, jugendfreundlich und guten Ton. Bitteschön. Genau, da vorne haben wir eine Anstelllinie, da kann man sich bitte anstellen. Stellt euch nicht so an. Ihr könnt ruhig hierher kommen, aber bitte nicht so viel Quatsch machen, ne? Genau. Das Mikrofon ist offen. Gewaltfrei, jugendfreundlich, guter Ton. Ganz wenig Regeln kann man behalten und dann darf hier jeder sprechen. Einer nach dem anderen, nicht alle auf einmal. Wir können ja nur gemeinsam singen, nicht gemeinsam sprechen. Da freut sich Perle bestimmt, wer immer das auch ist. Ja, gewaltfrei, jugendfreundlich und in guten Ton und bitte nicht so immer so ein Unsinn. Würde mich freuen. Dankeschön. Hallo, also ich bin Laura und ich wollte einfach mal was sagen. Hi! Und zwar ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass es viele Leute gibt, die einfach, also ich bin durch so eine Zeit in meinem Leben gegangen, wo ich ganz viele Leute hatte, die mir nicht gut getan haben und die ich nicht wirklich sehr schätzen konnte, weil die einfach schlechten Einfluss auf mich gemacht haben. Und ganz oft kommt es mir so vor, als gäbe es die Menschen immer noch in meinem Umfeld. Und ich finde, man sollte solche, wie man sagt, toxic people aus seinem Leben schmeißen und nicht irgendwie an sich ranlassen. Denn wenn Leute, wenn man falsche Freunde hat, wenn man sich falsch mit anderen verhält, dann das geht einfach nicht. Und es fällt mir ganz besonders auf bei ganz vielen Freunden von mir, dass sie hinterm Rücken reden oder sich einfach sehr egoistisch verhalten. Und ich finde, das sollte nicht so sein. Wir sind eine Familie und wir sollten uns als Leute sehen, die nicht irgendwie Fremde sind, sondern wir sind Brüder und Schwestern. Und das sollte nicht so sein, dass jemand irgendwie schwarz ist oder weiß ist oder was weiß ich, schwul oder lesbisch, ist doch scheißegal. Wir sind eine Familie und wir sollten uns so verhalten und einander akzeptieren. Und Leute, die einem nichts Gutes tun, aus dem Leben rausschmeißen. Amen! Can I get an amen up in here? Wir haben das mit dem Lebensrat, der Hedonismus.
Familie, Politik und Wissenschaft. Ja, Aristoteles oder Sokrates? Ich glaube, es war Sokrates, wobei man sich ja streitet, ob Sokrates überhaupt gelebt hat, weil alles, was man über Sokrates ja, weiß, ist Platon geschrieben. Aber bei Platon ist man sich ziemlich sicher, dass er gelebt hat. Er war ja Verrater von einem König. Er hat das umgesetzt. Oh mein Gott, hallo? Oh mein Gott. Also, hallo, ich bin Madita. Ich wollte halt darüber reden. Ich hatte in der letzten Schule eine Prüfung und wir haben halt darüber geredet mit Save the Planet und alles. Und, oh mein Gott, danke schön. Ich wollte halt darüber reden, wie es überhaupt ist mit den ganzen Planeten. Ich bin gerade mal 16 Jahre alt und habe schon, sage ich jetzt mal, viel im Leben erlebt mit ganzen Social Media und alles. So, ich bin gerade 16, wie schon gesagt. Und das ganze Leben hat sich verändert, so überall Plastik, alles drum und dran. Und es ist einfach schädlich für uns selbst, aber wir merken es einfach alle generell selber nicht. So, ja, ist es einfach so. Zum Beispiel bei uns Jugendlichen ist es so, Social Media ist alles für uns. Wir gucken keine Nachrichten, wir gucken gar nichts, wir gucken nicht mal in die Zeitung, gar nichts. Wir sind so Handy, 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 Instagram, Snapchat, alles. Wir setzen uns nicht für die Umwelt ein, für gar nichts. Und es ist echt schade, so. Ja. Also bei mir ist es so, ich finde es auch schon wichtig, zum Beispiel, wenn man aus dem Raum rausgeht, das Licht ausmachen. Zum Beispiel bei H&M die Tüten nicht mitnehmen, sondern seine eigene mitnehmen oder sowas. Das ist viel, das hilft schon dem Planeten. Zum Beispiel guckt man sich die Alster an, da ist so viel Dreck drin, ne? Plastiktüten, Verpackungen. Und das muss nicht sein. Das schadet unserem Planeten, der ganze Klimawandel. So, wir bekommen das selber gar nicht mit. So, wir denken, alles gut, es ist aber nichts gut. Und wir merken es aber nicht. Aber früher oder später so, wir merken schon, die Welt ist sozusagen gestorben. Danke. Moin! Ich habe jetzt gerade den Fehler gemacht. Ich bin beim Burger King gegangen. Geht niemals Burger King oder McDonald's essen. Es ist einfach nur ungesund und macht fett. Genau wie ich. Das ist der Fehler. Und jetzt habe ich gerade wieder eingeholt. Ja, es musste einfach sein. Ich hatte Hunger. Wie schon gesagt, macht die Warnung. Geht nicht zu Burger King oder zu McDonald's. Ist zwar purer Rindfleisch, aber in den Chicken Nuggets ist kein Chicken drin. Das ist einfach nur Qualfleisch. Und ich schütze gern Tiere. Und ich habe viele Dokus darüber gesehen. Und das ist einfach nur totaler Qualfleisch. Ja. Das ist einfach nur totaler Qualfleisch. Da denke ich, Burger King, McDonald's, ihr habt doch gesagt, ja, wir schützen uns darum, aber es hat sich bis heute nichts getan. Vielleicht arbeiten hier welche bei Burger King oder McDonald's. Ich möchte zwar nicht sagen, dass euer Geschäft zwar schlecht ist, aber kümmert euch mal darum, dass die Tiere mal besser, dass sie überhaupt Freiland überhaupt haben. Nein, die haben keine Freiland, das ist natürlich Bodenhaltung. Und darauf möchte ich auch nicht mehr hin. Und das war's. Großer Mann, wenn du möchtest, dass McDonald's und Burger King besser werden, dann geh da nicht mehr essen. Dann werden sie besser. Aber die Tiere sind schon tot und die haben nicht. Ich selber bin Vegetarier, einfach nur, weil ich weiß, das Leben kann man unter anderem essen, ja, aber auch sein lassen und mit dem Knuddeln. Aber darauf will ich gar nicht hin. Ich wollte nur noch ein Statement sagen zu der guten Frau, der jungen Frau, mit 16 Jahren so viel Bewusstsein hat für Mutter Erde und für die Achtsamkeit, die es bedarf. Wir haben ja Länder wie Italien, die schmeißen ihren Müll, weil sie schön am Meer wohnen. Alle Anrainerstaaten, die so am Meer wohnen, schmeißen ihren Müll, wo wir Deponien haben, beziehungsweise die Müllverbrennungsanlage, um mit hohen Temperaturen die giftigen Stoffe relativ zu neutralisieren. Wenn wir jetzt in Italien sehen, diese Müllkippen, die vor sich hinschmucken, auf niedrigen Temperaturen, bringt das höchste Gift mit in die Umwelt,
die wir, wenn wir dessen bewusst sind, sofort stoppen werden. Sofort. Dann schmeißen sie dann ihren Müll in die Meere rein, weil dieser Sog, die schmeißt man mit dem Boot, mit ihrem Hausmüll über von den ganzen Städten, fahren sie mit Booten hin in tiefe Stellen und da versenken sie seit 40, 50 Jahren, Wahnsinn, den Müll, der anfällt in den Städten. Und das geht in den Sutt, in den Tiefen rein, die wir jetzt momentan noch nicht besuchen können, zumindest nicht offiziell. Aber wenn wir sie besuchen würden, doch, wir können sie besuchen mit Maschinen, wir haben da Roboter, wir sind da schon unten gewesen. Da sammelt sich dieser Müll dieser ganzen Welt. Wir sehen es noch nicht, wir spüren es aber in den Fischen, mit den Kleinstpartikeln. Also, Dankeschön für das Bewusstsein, was du uns hier gegeben hast. Also, heile Welt, glücklich sein und Lebensfreude. Danke. Aber erstmal voll machen, damit ich auch nicht verstehe. So, nochmal das wieder vorhin. Das ist nicht richtiges Fleisch. Das sieht zwar etwas komisch aus, wenn ich das in der Hand halte, aber das ist einfach kein Fleisch. Das ist einfach nur Konservierungsstoffen pur. Einfach nur pure Lügerei. Und ich zeige jetzt einmal vor die Kamera. Keine echte Kartoffeln, gar nichts. Als damals die Brent Spar im Meer versenkt wurde, ne, das war eine Ölplattform, da denke ich, oh je, kann man das nicht vernünftig abbauen und entsorgen? Dachte ich so. Und dann sage ich, ich werde daraus die Konsequenz ziehen. Ich werde bei der Firma, die es verursacht hat, nicht mehr tanken. Das ist die Macht, die ich mit mir selber hatte. Genauso habe ich dann entschieden, irgendwann zu sagen, eben wurden zwei Stellrestaurants erwähnt. Ich möchte diese nicht erwähnen, noch einmal, weil ich keine Werbung mache für diese Restaurants. Ich habe entschieden, dort nicht zu essen. Das ist die Macht, die der Einzelne hat. Und der Einzelne, der selber nachdenkt, der kann verursachen, wenn der Umsatz dann sinkt oder geringer wird und immer mehr Leute darüber nachdenken, was esse ich da eigentlich, was ist da drin? Muss ich das haben, was da drin ist, was aussieht wie Fleisch? Ne? Ein sehr schönes Beispiel, vielen Dank auch für das Beispiel. So geht auch Einfluss, den der Einzelne nehmen kann. Ja, jetzt wieder einsteigen, jetzt wieder dabei sein. Die Hamburger Mahnwache in 178. Auflage gibt sich wieder die Ehre. Hier kann jeder frei sprechen, ganz nach wie ihm oder ihr der Schnabel gewachsen ist. Das einzige ist, die einzigen Regeln sind Jugendfreundlichkeit, Gewaltfreiheit und der gute Ton. Das sollten wir doch alle hinbekommen. Und bitte haltet euch an unseren Rederahmen von 6 Minuten. Ja, und das war's auch schon mit den Regeln. Das Mikrofon ist wieder eröffnet. Ihr könnt hier einfach was sagen zu jeder politischen Begebenheit oder sonst was, was euch so einfällt, wie das auch schon die ganzen Vorredner hier gemacht haben, wie ihr das ja schon mitbekommen habt. Also, ich freue mich auf eure Beiträge. Wir machen heute anscheinend ein bisschen länger nochmal. Und bitte, das Mikrofon ist eröffnet. Ja, das ist ein bisschen.
Ja, ihr Lieben, normalerweise ist der Rederahmen 6 Minuten, aber jetzt haben wir hier eine angemeldete Rede. André wird jetzt eine angemeldete Rede halten und hat bis zu 20 Minuten, du musst sie ja nicht ausschöpfen, bis zu 20 Minuten Zeit, diese Rede zu halten. Also, gewaltfrei, jugendfreundlich muss sie natürlich auch sein, geprüft ist sie nicht. Jeder darf jeder sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Bitteschön.